Willkommen zurück zum Tavernenmaster. Wir legen wieder los. Nächster Tag, neues Glück. Was hat sie schon wieder? Sie ist schon wieder sauer, weil sie braucht. Ich habe ja eine Gehaltserhöhung. Also irgendwann reicht es mir. Und dann entlasse ich sie. Also irgendwann sind mal die Preise heavy. So, unser nächstes Ziel ist, die Sitzgelegenheiten auszutauschen. Weil wir brauchen 100% Auslastung. Die haben wir einfach noch nicht. Ja. Zusätzlich müssen wir natürlich hier dafür sorgen, dass wir hier gut weitermachen. Ja. Wir haben nur 56 gestern bedient. Das ist nicht die Auslastung. Wenn wir 77, es gibt 77 Gäste, die im Durchschnitt pro Tag. Wie berechnen Sie den Durchschnitt, wenn ich jeden Tag weniger als diese Anzahl an Leute habe, also um die 54, 55, glaube ich, ne? Also wir machen schon in einem gewissen Rahmen Geld, ja, definitiv. Und gerade Essen bringt viel. Desserts etc. pp. Das ist so na, nebenbei noch, würde ich fast sagen. Also Essen bringt zurzeit, Essen bringt einfach am meisten. Muss man einfach mal so sagen. Wow, 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 wow. Ein Feuer ist ausgebrochen auf der Etage 0. Gebe deinen Angestellten den Befehl zu löschen. Sie werden ihr Bestes tun. Schritt 1, klicke auf einen Angestellten. Okay. Schritt 2, finde einen Feuerlöscher und klicke ihn an. Okay. Schritt 3, wiederhole Schritt 2 und 3 mit weiteren Angestellten. Okay. Halt. Wo brennt's? Wo brennt's? Hä? Wo brennt's denn? Bin ich doof? Das Küchenregal, oder? Du, da. Du, da. Okay. Mehr geht gerade nicht. Alle Gäste hauen natürlich ab. Ein paar Einrichtungsgegenstände sind im Feuer verbrannt. Möchtest du alles verkaufen und neu kaufen für 100? Ja. Weil der ist verbrannt. Was kostet der denn so? Der Küchenschrank fällt mir gerade so ein. Küche. 100, okay. Also, so, dann ist ja gut, wenn wir mehr Feuerlöscher bauen. Hätte ich jetzt gesagt. Oder? Oder das Öl halt erhöhen, ne? Weil Lichtquellen gesamt 6. Und das würde mich das pro Tag kosten. Würde aber 25% pro Woche. 16. 3%, aber würde mich pro Tag 150 kosten. Nee. Hey, Dewitzka. Da brennt's einfach. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir heute noch ein bisschen Geld machen. Da sind ja alle abgehauen, die Gäste, was ich verstehe. Klar, wenn Feuer ausbricht, ich würde auch erstmal die Biege machen. Wir müssen auf jeden Fall so viel verdienen, dass wir unsere Angestellten bezahlen können und genügend ja, Materialien vorliegen haben. Tolbot ist unglücklich und könnte morgen kündigen. Wer ist Tolbot? Du da? Die Stimmung ist schlecht. Der Mitarbeiter wird gehen, wenn du das Gehalt nicht erhöhst. Hier, komm. So. Jetzt haust du nicht mehr. Edgy Badge, weil ich dir eingegeben habe. Ist okay. Damit kann ich noch leben. Ja. Wie kriege ich das aber? Was ich halt nicht ganz nachvollziehen kann, ist, geht das nur über das Gehalt? Also rein? Wow. So, wir haben trotzdem noch 222 plus gemacht. Also mehr plus. Hier haben wir natürlich die Hauptausgaben gehabt, hier auch. Und sonst immer plus. Hier haben wir nochmal ein Minus gemacht. Aber wir wollten ja Bänke austauschen. Das bedeutet, wir tauschen erstmal nur zwei Bänke aus. Wie viel gibt das noch? 35 immerhin noch. Das ist gut. Sitzplätze. Und dann holen wir... Bumm. Bumm. Einfach mal die... Was hier? Haben wir. Perfekt.
Besitze 6 Tische. Ja, besitze Sevilla einen Tag lang nur Hauptgerichte. Können wir das denn machen? Dass wir wirklich sagen, hier Hauptgericht. Wo kann ich das denn einstellen? Am Tresen? Das ist jetzt die Frage, wo ich das einstellen kann. War das hier? Nee. Die Menüs werden besser. Da brauche ich. Achso, das sind die. Achso, hier keine. Wenn ich jetzt. Achso, das wären alle, die auf der Tagesordnung stehen. Und jetzt sage ich, ich will nur Brot verkaufen. Können wir denn noch Küche irgendwas kaufen? Ich glaube erstmal nicht, wahr? Was ist das? Wir können sogar solche Deko. Oh, Halle. Es gibt gerade. Na gut, kostet alles 100. Bis auf das Kuh-Ding. Aber, Und dann könnte man das hier wirklich drunter packen. Für 100, dafür kriegen wir 30 Prestige. Hört sich erstmal ganz gut an, ne? Wie war denn eigentlich die Auslastung? Nicht zu 100%, deswegen. Nächster Tag, nächstes Glück. Ich weiß, dass du immer noch unglücklich bist. Du steigst aber bald auf und dann kriegst du mehr Gehalt. Wir haben schon wieder Minus gemacht, ne? Genau, jetzt kommt ja nur Brot. Das bedeutet, sobald wir hier Plus haben, müssen wir schauen, dass wir mehr Weizen kaufen. Wir machen das jetzt nämlich einfach mal. Bereite Apfelkuchen. Ich soll das machen und jetzt willst du... Oh, naja, egal. Überleg, ob wir uns auch hier noch erweitern. Aber ich glaube, das machen wir wirklich erst, wenn wir 100% Auslastung haben. Jetzt, hier, jetzt sind es nämlich nur noch 61 Personen pro Tag. Warum? Weil Lebensmittel weniger sind. Und gut, das Wetter ist nochmal eine andere Sache. Aber alleine nur wegen den Lebensmitteln auf der Karte. So, voll. Hier. Okay. Aber das ist meiner Meinung nach auch so ein Ding, was man unbedingt machen sollte. Natürlich hier komplett voll kaufen. Zum Ende des Tages. Jetzt Brot. Weil wir da jetzt nur Brot verkaufen gerade, ne? Sollten wir dementsprechend auch nur. Ja, Brot. Weizen kaufen und den Weizen jetzt voll ballern. Und dann, ja. Wir machen halt nicht so viel Geld. Wir haben weniger Gäste, dadurch wird die Auslastung nicht so hoch sein. Ansehen ist natürlich schon mal gestiegen. Aber gleich können wir noch eine, sogar zwei Bänke nochmal wieder austauschen. Das wäre halt definitiv. Was ist das denn für einer? Ich dachte gerade, Halleluja. Was hat er denn für ein Lang Bad? Und dann müssen wir halt gucken, wenn wir die Zutaten voll haben, können wir alles andere anbieten. Ich weiß halt nicht, wie Abenteurer funktionieren. Na? Wir sind immer noch am Wein. Ich weiß gar nicht. Du bekommst diese besonderen Gäste, indem du Veranstaltungen organisierst und... Okay, was war das? Ach, der Tag ist vorbei. Wir haben aber Plus gemacht. Tatsächlich, obwohl wir nur 12 Essen verkauft haben. So, du bist voll, das ist schon mal schön. Können wir hochbringen, ja. Alle sind in Ordnung, bis auf er natürlich. Aber er kann aufsteigen. Geschwindigkeit. Ich würde sagen, Fähigkeiten. Hier. Fähigkeiten. Was ist das? Brot. Die Frage ist, ist das jetzt seine Fähigkeit oder ist das... Wenn ich ihn rausnehme, alle wieder auf die Karte. Auslastung war. Warum haben wir jetzt auf einmal eine durchschnittliche Belegung von 100%? Ich verstehe es nicht. So, wir verkaufen dich und wir verkaufen dich. Und dann kaufen wir Sitzplätze erstmal. Warum auch immer die gerne auf Metall sitzen, aber okay, so ist es. So, dann füllen wir jetzt erstmal dich auf.
Und weil wir wieder Desserts anbieten, füllen wir auch die Äpfel auf. So. Dann haben wir das erstmal fertig. Dann haben wir noch sie zum Aufstieg. Okay. Diese 4 Punkte bringen uns noch nicht die 100. Was ist das? Dude Ship in Color. Ist das ein Wandgemälde? Kann das sein? Donnerstag. Welche haben wir denn heute? Fällt mir gerade mal so auf. Nein, wir können keine Veranstaltung machen, weil wir einfach... Oh. Gäste, Belohnung, Wasser, Limonade für 4. Stammtisch. Weil... Verstehe ich nicht ganz. Wollen wir mal eine Veranstaltung... Wenn ich das jetzt mache... Stammtisch. Okay. Haben wir... Ist das Donnerstag? Ich habe keine Ahnung. Haben wir heute Donnerstag? Sehe ich das eigentlich irgendwo? Also ja, dich aufzusteigen mit Nichtgeschwindigkeit, Geschwindigkeit tragend, ist gut und ohne. Also ich würde dich hier weiter hoch. Geschwindigkeit Treppen brauchst du nicht. Trinkgeld, das wäre noch eine Variante. Umso mehr Trinkgeld bekommst du. Du bist happy, perfekt. Komm, hier, nächster Tag, 100. Diese Zahl gibt an, wie viele Gäste heute noch in die Taverne kommen werden. Oh. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Danke für die. Das sind Stammgäste jetzt. Aha. Limo wollten die, ne? Limo und Wasser. Aber gerade mal 20 Mann? Mal gucken, wie viel Geld das... Also wie viel wir verdienen. Da steht Haufen Wasser. Das bedeutet aber auch, dass du heute mal auch Getränke mitmachst. Aber an zweiter Position. Weil, ja, eigentlich könnte man das immer so machen, ne? Auch du machst Essen, aber wenn dann nur auf zweite Position, so dass, falls die eine überlastet ist, die andere noch mit unterstützen kann und nicht doof in der Gegend rumsteht. Weil Geld bringt das ja schon. Also wir haben 200 Belohnungen bekommen, dürfen wir nicht vergessen. Aber wir waren 150 im Minus. Wir gucken mal, was das am Ende des Tages bringt. Halleluja. Also sieht gut aus, oder? Gut, der Koch hat natürlich nichts zu tun. Ist nicht unbedingt schlecht. Hm. Ich überlege gerade, ob wir nicht eine Bühne kaufen. Also jetzt ernsthaft. Was kostet nicht eine Bühne? Die war doch nicht so. Spiele, Gärten, Küche, Spezial. Was ist das? Feuerlöcher 1, Feuerlöcher 2, eine Bühne. Lorraine. Wenn wir jetzt hier eine Bühne hinbauen würden. Ob das ausreichen würde? Ich könnte sie natürlich auch hier hinbauen. Okay, wir machen das am Ende des Tages. Wir bauen die Tische nach hier. Und die Bühne hier in die Mitte. Hm. Aber die trinken ganz schön, muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. Also Limo und Wasser, was ist das? Ein Weinfass? Ein Ehlfass? Milchweinmet. Ah ja. Also trinken tun sie gut. 400? Also das bringt ja mal... Auch wenn das nur 20 Leute sind... Das bringt ja mal richtig. Warte mal, hat er da gerade gesagt, servier ein... Danke. Servier einen Tag lang nur Desserts? Nee, servier einen ganzen Tag lang nur Desserts. Oder? Das ist ja gar kein Problem, das machen wir. Wo war denn das nochmal?
Ich vergesse das jedes Mal hier. Eine Hauptgerichte, nur Desserts. Eieiei, also die Belohnung waren ja 200, aber wir haben von denen alleine 550, also klar, 553, aber Halleluja. Klar war die durchschnittliche Belegung nicht dolle, aber die war auch bei 20 Leuten immerhin bei über 80%. Also eigentlich bin ich auch damit relativ zufrieden. So, wir hatten jetzt gesagt, wir wollen mal umbauen. Und zwar wollen wir die Bühne nehmen. So. Ja, wir sollten da... Warte mal, wir können ja... So, dann machen wir es so. Machen wir einen... Weil wir sollten doch schon Platz haben. Und dann kommen wir hier speziell und dann drehen wir die Bühne zweimal. Dann haben wir jetzt hier in der Mitte erstmal eine Bühne, bis wir hier nach da ausgebaut haben. Würde ich jetzt sagen. Die packen wir. Hier hin. So, dann haben wir eine Bühne gekauft. Dann würde ich sagen, wir machen weiter und verkaufen erstmal euch. Sitzplätze. Wupp. Und wupp. Dann haben wir noch 180. Wenn wir jetzt also nochmal dich... Doch, wir können dich... Komm, wir verkaufen auch dich. Und kaufen noch einen Sitzplatz. Es gibt Prestige erstmal, ne? Auf über 700. Wie viel würden jetzt kommen dadurch? Das steht nicht da, ne? Was haben wir hier? Kaufe eine Musikerbirne. Birne. Kaufe eine Birne. So. Was bedeutet, wir können auch dich austauschen. Perfekt. Also da würde ich jetzt wirklich sagen, das ist gut. Dann haben wir... Dann würde ich sagen, ist der nächste Schritt, diese hier zu erweitern, die Tische. Da muss ich nur überlegen, ob ich die nicht so reinpacke erstmal. Weil eigentlich würde ich hier hinten die Bar auch noch nach hier hinten packen und auf beiden Seiten eine haben wollen. Müssen wir dann gucken. Was bist du, Abenteurer? Ich würde sagen, ja, wir erforschen Abenteurer. So. Dann haben wir noch 100. Jo. Aber der Tag ist immer noch nicht vorbei, fällt mir gerade so auf. Ne? Die räumen zwar jetzt auf. Oh. Wir hätten noch gar nicht umbauen müssen. Weil die Stammgäste waren zwar den halben Tag da, aber eben nur den halben. Und trotzdem haben wir noch Plus gemacht, obwohl wir so eine Ausgaben haben. Das gefällt mir. So, das bedeutet aber auch, dass wir irgendwann noch Feuerlöcher bauen müssen. Nächster Tag, nächstes Glück. Ich muss trotzdem mal gucken. Sieht man irgendwo, welchen Tag wir haben? Das ist jetzt das, was wir am Durchschnitt an Gästen erwarten. Warum? Ach so, minus 10% wegen dem Wetter. Okay, verstehe. Aber ich erkenne nirgendwo den Tag, ne? Ja, kaufe ein neues Fass Wein. Wie teuer wäre denn dieses Fass Wein? Und geht das hier überhaupt noch? Mal gucken, wo konnte man denn das kaufen? Eigentlich nicht, ne? Wir müssen es doch, wenn dann... Mir war es so. Egal. Wir haben erstmal... Hoffen wir, dass wir jetzt Gäste wieder bekommen. Da kommt der Erste. Was bist du, ein Henker? Yo, ey, Henker. Und wir verkaufen einen Tag lang nur Desserts, ne? Ist natürlich auch nur... Ja.
Aber sollte er jetzt ja, da. Okay. Er greift zu und ein. Was hat er denn gemacht? Nee, er hat ein Brot gemacht. Er hat irgendwas mit Brot gemacht. Huh. Okay, wir machen erstmal Plus, ist gut. Ja, die Laufwege sind natürlich jetzt hier hinten etwas größer. Deswegen baue ich, glaube ich, wenn dann erstmal nach hier auf, damit die Wege nicht noch größer werden. Würde ich jetzt sagen. Wir müssen gucken, wie die Auslastung aussieht. Pro Tag. 8 Lieder plus 7 Gäste. Plus 14 Gäste. Oho. Hm. Gäste warten 40 Sekunden mehr auf dieser Etage. Auf welcher Etage? Ich habe da nur die... Oh, aufwerten. Aufwerten. Weil ich glaube... Ich glaube, die Aufwertung bedeutet wirklich, dass die Sachen einfach viel besser sind und damit viel mehr gekauft werden. Ich hoffe es zumindest. Es wäre mein Wunsch. Dun, 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 dun. So. Du, 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 du. Geld. Geld sieht gut aus. Die Frage ist halt nur, ob wir nicht Prestige. Also ja, wir werden erstmal noch hier die Bänke austauschen. Dann haben wir zusammen nochmal 120, ne? Prestige mehr. Sollte also mehr Gäste bringen. Dass wir heute nicht ausgelastet sind, kann ich mir auch daran erklären, dass natürlich das Wetter doof ist. Irgendeine Forschung ist fertig. Küchendekoration. Was bedeutet Küchendeko? Ehl. Ein Grill. Aha. Also ich hätte ja gesagt, wir bauen jetzt hier erstmal den Tresen to go. Wir bauen auf jeden Fall dann hier noch an. Eventuell. Okay, sehr schön. Weil, wenn ich den Tresen von hier nach hier verlege, kommen die besser an alles ran. Würde ich jetzt sagen. So, haben wir was. Nur Desserts. Jawolla. Sehr schön. Aber wir wollen jetzt erstmal wieder die Äpfel aufkaufen. Wo war das? Wo war das? Ne, hier war... Ich vergesse das jedes Mal, wo das ist, ne? Okay. Alle? Alle? Ich will alle Hauptgerichte drauf haben. Hallo? Veranstaltung? Alle? Alle? Na, geht halt nicht. Gut, ich überlege, wie war unsere Auslastung? 100% Auslastung. Ne, dann warten wir noch einen Tag. Wir warten noch einen Tag, dann haben wir genug Geld zusammen. Und können uns nochmal einen Tisch kaufen. Hätte ich jetzt gesagt. Oh, 86 Personen. Ich sage ja, jetzt brauchen wir wirklich langsam mehr Tische. Weil die bleiben ja teilweise wirklich sehr lange. Was ja gut grundsätzlich ist. Aber eventuell muss ich wirklich umbauen, dass der Tresen hier steht. Mhm. Da müssen wir auch gucken, dass wir wirklich das bessere Öl nehmen, damit hier uns nicht Sachen abfackeln. Hm. Aber, oh, was hier? Das ist unser, ja, was macht dann jetzt? Einschenkgeschwindigkeit, ne? Hier kommt Einschenkgeschwindigkeit. So. Wir könnten für Montag wieder eine Veranstaltung machen. Wieder einmal Stammkunden. Die bringen gut Geld. Dann machen wir morgen, weil heute anscheinend Samstag ist. Sonntag ist, machen wir morgen wieder Stammkundentag. Kaufe den Abenteuertisch. Aha. Wo kann ich denn jetzt den Abenteuertisch kaufen? Hier. Für 1000
Ach du heiliger Bimbam. Und ich kann nur 4 davon kaufen? Und nur ein Tresen? Ich kann nicht noch ein Tresen kaufen? Das ist aber schlecht, wenn ich nur ein Tresen kaufen kann. Weil ich wollte eigentlich noch einen Tresen auf der Seite haben. Und einen Barkeeper. Da muss ich dich wirklich erstmal nach hier packen. Eieiei. So, muss ich nochmal gucken, wie breit kann man dich? 3. Das bedeutet, wenn wir hier einen Tresen bauen, dann würde ich hier sogar eine Wand lassen. Ne? Ich muss mal gucken. 3 geht es noch zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das bedeutet, der Tresen ist 3 lang. Dann sollten wir den Tresen ungefähr hier so hinsetzen. In diesem Bereich. Also jetzt hier, würde ich sagen. Weil dann können sie außen rumlaufen. Dann lassen wir die 3 Wände stehen. Jo, würde ich sagen. Aber erstmal haben wir ja unsere Stammkunden. Wir haben, du bist wieder aufgestiegen. Sehr schön. Machen wir. Was kriegst du noch dazu? Auch Trinkgeld. Finde ich, ich finde es gut, wenn die mehr Trinkgeld bekommen, umso besser für sie selber und für mich natürlich, weil Zufriedenheit steigt. So, kaufen wir natürlich auch alles auf. Geld sieht gut aus, morgen kommen Stammkunden, finde ich auch nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, wie oft wir so eine Veranstaltung machen können. Das ist eine gute Frage, ne? So. Besonders, es soll noch einen zweiten Stock geben. Wie soll das denn dann funktionieren? Dann haben wir hier irgendwann so eine... Ja, werden wir dann sehen. Irgendwas ist fertig. Ach, der Kaffee to go ist fertig geworden. Dann erforschen wir dich natürlich, weil... Ah, jetzt mal. Mehr Kellner. Ah, das hätte man natürlich auch erforschen können. Mehr Kellnerin. So, wir haben ein wenig Plus gemacht, was ganz gut ist. Dann gucken wir mal. Wir füllen erstmal wieder unser Lager auf. Morgen sind Stammkunden dran. Was auch gut ist. Aber wir können tatsächlich... Warte mal, wie hoch war denn die Auslastung heute? Die war immer noch nicht voll. Ich verstehe es nicht. Okay, ich verstehe es einfach nicht, warum die Auslastung nicht voll ist. Ich wäre zumindest davon ausgegangen, dass sie voll wäre. So, aber... Nee. Da wir bauen wollen. Erstmal dich weg. Halt. Bap. Warum geht das nicht? Hallo? Ich will dich da weg haben. Okay. Gut, dann. Natürlich kommt ein Tisch direkt hier ran. Beim Eingang ist natürlich auch nicht so prickelnd, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Wenn wir das so machen, dann können die reinkommen. Na, ja, das ist nicht schön. So, erstmal dich. Da haben wir noch Platz, genau. Wir machen erstmal, wir bauen kurz schnell um. Guck mal, dann könnte man den noch nach unten ziehen. Dann wäre hier auch noch genug Platz. Dann hätten wir zur Tür ein bisschen Platz. Ist nicht optimal. Ich würde sogar die Tür verschieben wollen. Aber ja, gut. So, dann hatte ich gesagt, der Tresen selber soll noch viel weiter nach hier. Erstmal. Auf jeden Fall so. Dann könnte man nämlich euch
schon mal ein Stück nach da schieben. Die Bühne ist natürlich jetzt das, was so ein bisschen stört. Deswegen würde ich sagen, ich packe. Wir machen einen auf den hier. Packen die Bühne erstmal hier in die Ecke. So. Noch brauchen wir sie nicht. Ich habe sie ja erstmal nur so gekauft. Okay, das wäre jetzt erst einmal das, was ich machen wollen würde. Jetzt haben wir natürlich genügend Geld, um uns das... Oder wir warten und holen uns diesen Abenteurertisch beim nächsten Mal. Was ist das? Was denn? Hä? Ach, ein To-Go-Shop. Oh, na, dann müssen wir ja auch noch machen. Ja gut, aber dazu müssen wir definitiv uns erweitern. Daher würde ich sagen, wir machen das so. Ich weiß halt nicht, ob das hier was bringt, den einfach so hinzustellen. Hm. Weil er müsste doch dann immer außen rumlaufen, ne? Glaube ich. Und hier muss er halt, wenn ich dich jetzt drehe. Wir gucken mal, ob das geht, ob er da so einfach ran kann. Und das gucken wir dann beim nächsten Mal an. Daher danke ich fürs Zusehen und sage Tschüdelü.